Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deep Josh wieder ein brandneuen Projekt. Wir spielen Pokémon Aetherial Gates. Oh Gott, der Name. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe es schon mal ein bisschen angespielt. Und ja, es ist ein komplett neues Fangame von. Ja, ich habe mich nicht informiert, aber es ist auf jeden Fall schon recht cool. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Hallo! Willkommen in der Pokémon Aetherial. Ach Gott, okay. In der Pokémon Gates Demo. Ich nenne es einfach Gates. Ist mir jetzt auch egal. Gut, bevor wir beginnen, habe ich noch ein paar Fragen. Brauchst du irgendwelche Hilfe? Nee. Gut, willst du als Junge oder Mädchen spielen? Und wie ist dein Name? Ja. Mein Name ist, wie immer, ja, weil es meistens ja nicht mit länger reinpasst, leider. Ja, wir nennen uns einfach Yoshi. Passt schon. Gut. Oh, Musik ist auf jeden Fall alles selbst gemacht. Hm, ja. Klingt, hört man, glaube ich, schon. Oh, ein Professor mit einem Pokéball. Ah, kennen wir ja schon. Aus anderen Pokémon-Spielen. Hallo und willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Half... was? Half-Turn. Ja, okay. Aber Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Ich studiere persönlich Pokémons in dieser Region. Und ja, das ist... Richtig, das ist ein Pokémon. Ja, es gibt hunderte von den Kreaturen, die zusammen mit den Menschen leben. Und ja, sie sind auch sehr nett. Gut. Und ja, und es gibt ein Geheimnis. Ja, okay, das übliche Text irgendwie über Pokémon. Aber, ja, okay, es ist nur, ja, so, dass ich nur in meinem Labor studiere. Ich bin jetzt im Nord Wilbury Town und ja, für die nächsten Wochen wollte ich dort sein und ich suche noch für meine Forschungen noch angesagte Leute. Ja, ganz cool. Gut. So. Ja, natürlich recht cool gemacht mit dem Fernseher, muss man echt zugeben. Ist sogar noch ein recht alter. Komisch. Ja, guck mal, hat die im ganz komischen PC da stehen, aber so eine alte TV-Röhre. Ist klar, ist klar. Und da steht natürlich auch noch eine, wie, hm? Wie es sich gehört. Oh, mein Gott! Das ist so geil! Oh, wir haben zu gehen! Was willst du? Worüber redest du überhaupt? Ich meine, der Pokémon-Professor hier in Apollo City. Oh, wir leben in Apollo City. Oh, geil. Ja, so, wir haben jetzt zu ihm zu gehen. Ich bin so ein großer Fan von seiner Arbeit. Ja, vielleicht du, aber... Oh Gott, nee, jetzt ist sie schon abgehauen. Wo geht sie hin? Ja, sollten wir sie folgen? Hm, okay, fein, aber es ist dein, ja, Fehler, dass wir hier rumgesessen haben. Ja, warum ist es jetzt meine Schuld? Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum seid alle so gemein, Samir? Okay. So, dann reden wir mal mit unseren Mutter. Hey, Yoshi, wo sind denn deine ganzen Freunde hin? Sie rannten raus, als hättest du irgendwas gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nein. Oh, cool. Komm, Yoshi, wir warten schon auf dich. Lass uns jetzt mal einen Zahn zulegen. Gut, wenn du meinst, dann lass es... Ja. Ja, die Effekte, Grafik, oh, alles geil. Ah, ich kann es kaum glauben, was der Sack hier ist. Ach, ja, okay. Ich kann gar nicht glauben, Yoshi und du, ja, uns hier hoch... Ja, es ist so langweilig hier. Was? Das ist so unglaublich. Beide von euch. Wir gehen jetzt zum Professor und reden mit ihnen. Ja. Ja, und ihr solltet mir lieber folgen. Okay. Damned. Nein, sollen wir es tun oder nicht? Ach, ich habe keine Wahl. Hm? Ja, du hast auch keine Wahl. Na gut. Entschuldigung, Professor, Sir. Wow, oh mein Gott. Ja. Ja, schleich dich nicht so ran. Du gibst mir ja schon fast einen Herzinfarkt. Okay. No, it's alles fein. Ja, okay. Wie kann ich euch denn helfen? Ja, wir haben
ihre Sendung im TV gesehen und wollten ihnen bei der Pokémon-Untersuchung helfen. Ja, okay. Ja, drei von euch sind also interessiert. Okay. Das ist eine wundervolle Information. Gut, was haben wir denn hier? Ja, drei Leute. Und ja, ich habe ja ganz viel. Oh Gott, jetzt ist der Text böse. Gut, übersetzen muss ich das irgendwie können. Das kriegen wir schon hin. Aber ich brauche eine Hilfe. Ich, ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich wollte euch noch. Ich kann nicht genug danken. Gut. Und wie können wir ihnen helfen? Okay. Ich bin noch nicht mal so jung und kann sie nicht mehr benutzen. Darum benötige ich eure Hilfe zum südlichen Pass von Lenica. Ach so, du willst zurück zu seinem Labor. Okay, das können wir machen. Auf jeden Fall können wir es machen. Okay, wir helfen ihnen. Ja, übers Land. Ja, okay. Warum nicht? Das Überleben übers Land. Yay, das kriegen wir schon hin. Ich entschuldigen Sie, aber ich wollten wir Sie nicht erst fragen? Oh, das ist eine wundervolle News. Okay. Ja, fürs Helfen habe ich ein kleines Geschenk für euch. Mal sehen, was wir. Ja, in diesen Dingern sind ganz seltene Pokémon. Ja. Wait, was? Did you say what? Wir kriegen Pokémon? Yay! Okay, das ist meine Dankbarkeit. Okay, wenn man's. Ja. Ich habe drei seltene Pokémon. Und ihr seid drei von euch. Gut. Dann entscheidet mal, wer zuerst sich ein Pokémon aussuchen kann. Okay, ich wähle zuletzt. Ja, okay. Yoshi, du sollst dich zuerst nehmen. Was? Warum? Weil du dich nicht beschwert hast. Darum. Okay. Gut, ja, okay, dann Yoshi. Dann mach dich mal ans Werk. Hol dir dein erstes Pokémon. Mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Ein Bulbub. Nein, das will ich nicht. Ich will kein Wasser-Pokémon. Nein, ich will auch keine Raptor. Kätzchen. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Wir gucken mal. Oh, ja, wir nehmen uns einen Gengar, aka Ferning. Warum auch nicht, oder? Grasflug ist eigentlich recht interessant. Und. Weil es ja Flug ist, kennt ihr ja den normalen Namen von meinem Flug-Pokémon meistens Blade. Von daher passt das schon. Gut, ich nehme dann das Pokémon und. Ah, fantastisch. Ihr habt alle gute Wahl getroffen. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Gut, dann schauen wir mal. Haben wir noch irgendwas? Oh, ich krieg noch ein Pokédex. Cool, danke. Ach, ist es ein selbst aufnehmendes. Ja, Enzyklopädie? Gut. Das nimmt alle Daten auf und ja, und ich denke, ihr werdet noch viele interessante Pokémon treffen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Hey Yoshi! Was ist denn jetzt wieder? Du verlässt die Stadt jetzt schon? Ach, gut, dann machen wir uns mal auch auf den Weg. Gut, ein Schnellstart, gut. Ja, okay, danke, danke. Nicht zu danken, August. Gut, ja. Ja, ja, okay. Die Verbindung zwischen Pokémon, ja, wenn man kämpft, ist groß. Ja, das Übliche, das übliche Pokémon-Sklaverei. Gut, dann bin ich auch hier. Lasst uns kämpfen. Wieso kämpfen? Jetzt schon? Hallo August. Ja, du heißt wie ein Monat. Gut, August. Was hast du denn zu bieten? Ein Kittosh? Das Ding wollte ich aber nicht haben. Auf jeden Fall nicht. Nein, 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 nein. Das wollt mir nicht. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Menü sieht auf jeden Fall schon interessant aus. Haben wir eigentlich einen Trank? Nee. Nee, wir haben keinen Trank. Das ist doof. Okay. Dann wissen wir zumindest Bescheid. Wir fangen erstmal mit Silberblick an. Ah, Gott. Ja, und das Ding greift schon an. Das ist nicht gut. So, wir dürfen wahrscheinlich erstmal. Ja, ich glaube, ich setze zweimal Silberblick ein, um das erstmal ein bisschen runterzuspechten und dann können wir es auch direkt angreifen. Oh Gott, ne, nein. Du senkst auch meine Verteidigung, das ist nicht gut. Gut, dann wollen wir mal direkt angreifen mit Fönt. Auf geht's, Blade. Hurry. Oh, fuck! Übertreib's gleich. Okay, Blade, du zerschneidest das Kätzchen ganz schön. Hey, wieso darfst du das Ding jetzt schon wieder vor mir angreifen? Das geht mal gar nicht klar. Und tschüss. Kittosh ist besiegt. Geil. Guter Crit, Blade. Du machst mich stolz. Yay.
und wir kriegen 150. Da können wir uns noch nicht mal einen Pokéball mit leisten. Mit den 150 Pokédeil. Wow, das war ein spaßiger Kampf. Der nächste ist aber meiner. Okay, wir sehen uns dann auf ja, der Straße dort unten. Ja, okay, wenn du meinst, sowas zu machen. Okay, können wir nicht mal rennen. Ich will rennen. Wir sind so lahmarschig gerade. Und hier ist bestimmt noch ein Trainer. Oh, unsere Mutter kommt. Yoshi, ich hab gehört, dass du auf der Pokémon-Reise bist. Und, ja, wie interessant. Ja, und zur Feier gibt's noch ein Spezial von mir. Geil, wir kriegen Rennschuhe. Yay, unsere Nike ist da. Gut, wir müssen Z drücken. Ach Gott, ne, so weit nach oben. Ich will aber nicht Z drücken. Ach komm. Gut. Tschüss, Mutter. Bis dann. So. Route 1. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Gut. Hallo. Kann ich mit dir raiden? Ach, das sind so viele süße Pokémon hier draußen. Es ist, ja, schade, dass ich nur 6 tragen kann. Okay, wenn ihr meinst. Auf geht's ins große Battle gegen unser erstes Pokémon. Ein Avenge. Nee, wir brauchen keinen Avenge, glaube ich. Nein. Aber es ist eigentlich ein gutes Training, das Ding einfach mal zu zerlegen. Los, play, Taurin. Oh Gott, ne, ist ja Deadgirl-Eyed. Wie kannst du das wagen, mich anzugreifen, kleiner Vögelchen? Du wirst jetzt zerlegt. Tschüss, Kleiner. Du bist besiegt. Gut. Haben wir überhaupt Pokébälle? Das ist die große Frage. Die Brücke sieht eigentlich auch recht interessant aus. Muss man echt zugeben. So. Hier haben wir wahrscheinlich noch... Okay, der Trainer will anscheinend nicht mit uns spielen. Warum will keiner mit uns spielen? Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Sieht sehr nach einem Pflanzen-Pokémon aus. Ja, irgendwie gibt es hier zu viele Pflanzen-Pokémon, meiner Meinung nach. Ich wollte eigentlich ein Feuer-Pokémon haben. Noch. Das wäre eigentlich recht cool. Wir müssen mal gucken. Wir besiegen das Ding erstmal. Und gucken. Oh, Heuler. Nein! Wieso verringerst du meinen Angriff? Ja, wir können aber gleich auch mal nach den Stats gucken von den Pokémon. Ob wir eher auf physische Attacken gehen sollten oder eher auf... Spezial. Können wir mal direkt machen. Das Menü sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Muss man echt zugeben. So, wir haben einen Fairling. So, Attack, ja. Das ist eigentlich ziemlich balanced, muss man zugeben. Ja, es hat alles. Das ist ziemlich balanced. Es hat eigentlich alle Stats. Gut. Und was ist mit dir? Oh, warum hallo? Ja, okay. Du siehst nach einem strapazierten. Ja. Was willst du jetzt machen? Ja, okay. Pokéball. Ach so. Geil. Danke für die Pokébälle. Vielen Dank. So. Das ist ein Instant. Ja. Ein sehr wichtiges Item. Okay, dann viel Spaß, Kleiner. Gut. Oh. Wir sind in der ersten Stadt, yay! Und es kommt ein alter Mann, der uns wahrscheinlich was erzählt. Hallo, du! Ach ja, ich bin ein Guide, ja, und du musst mir jetzt zuhören. Das ist übrigens ein Pokémon Center. Du hast davon bestimmt noch nie was gehört. Und ja, du kannst dort deine Pokémon heilen. Oh mein Gott, das wusste ich jetzt noch gar nicht! You don't say! Gut, dann komm mal hier rüber. Oh, cool. Aber auf jeden Fall sieht die Stadt eigentlich recht gut gestaltet aus. Bäume, wow, cool. Ach ja, das ist ein so interessanter Tag, ja. Ich halte dich einfach mal ein bisschen auf. Wir laufen einfach schön durch den kleinen Park. Ach ja. Und ja, das hier ist übrigens ein Pokémon-Markt. Das wusste ich auch nicht. Danke. Vielen Dank für diese Information. Oh, das ist cool. Ja, hier kannst du übrigens Pokébälle kaufen. Ja, und wo willst du mich jetzt hinbringen? Du willst mir jetzt noch sagen, dass man hier noch zur Route... Und hier ist die Town Square. Ja. Das alte Resident vom Willow Tree. Es ist über 120 Jahre... Oh. Baum der 120... Nett. Gut. Ach ja. Ich war noch jung. Okay. Nein. Er war nicht jung. Ich glaube, das war ja sein Vater, der so jung war. Das... Ja. War jung. Da hat man gerade meine Aussiedelspur gesehen. Okay, Entschuldigung. So, vielleicht wollte du kurz gucken, wie gerade die Zeit ist. Gut, dann ist danke. Vielen Dank und pass gut auf dich auf. Gut, wie sieht es denn aus mit unserem Pokémon? Wir sollten, glaube ich, noch ein bisschen heilen. Und wir sollten... Ja, okay.
Ich gehe jetzt erstmal schnell ins Pokémon Center, danach fangen wir uns noch ein Pokémon und dann müssten wir eigentlich den ersten Part ja auch schon mal beenden, denke ich mal. Wir machen nicht so lange Parts. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste, dass man hier nicht so langweilt wird, obwohl das Spiel eigentlich recht cool gemacht wurde. Alle Grafiken sind komplett neu. Schöner Zaun übrigens. Es leckt. Okay, ich muss jetzt Z mal benutzen zum Rennen. Route 1. Und wir gucken einfach mal, ob wir mal eventuell mal hier ein Feuer-Pokémon finden. Das wäre eigentlich das Geilste, was wir kriegen könnten. Oh Gott, eine Bambus. Oh Gott. Ja, ich glaube, hier wird es wahrscheinlich nicht danach. Ja, okay, ist wahrscheinlich. Zu viele Pflanzen-Pokémon. Ernsthaft. Wir haben ja noch nicht mal eine Flugattacke hier, um hier effektiv irgendwie was zu zerlegen. Nee, zerlegen können wir hier noch nichts. Gut, dann schauen wir mal hier weiter. Oh Gott. Okay, gehen wir auf die nächste verfickte. Ja. Lassen wir das lieber hier, bevor ich hier irgendwas. Oh Gott, ne. Hier finden wir überhaupt nichts. Das ist doof. Das ist echt doof. Aber wir gucken noch. Oh, da ist ein Pokéball. Da wollte ich jetzt unbedingt noch hin. Den wollte ich mitnehmen. Och, Bambus, please, lass mich in Ruhe. Gibt's nicht mal was Gescheites hier auf der Route? Ernsthaft? Nein, ich wollte dich wechseln. Hallo! Ach, Mann. Echt? Manchmal nervig hier? Get! Lass es nach oben gehen. Oh, hier kriegen wir noch Sinnebären. Sieht zumindest so aus. Ne, Uranbären. Okay. Gut. Gut, vielen Dank. So, ja, wir können es leider. Wir haben ja noch keine Gießkanne hier. Von daher wird es wahrscheinlich nicht danach aussehen, dass wir hier noch Beeren pflanzen könnten. Gut. Oh, da hinten ist auch noch ein Pokéball. Oh, also kommen wir wahrscheinlich erst später hin. Gut, dann lass es mal erstmal weitergehen. Ja, es ist große Arbeit hier. Okay, dann schauen wir mal. Haben wir noch irgendwas Na, okay. Nee, wir haben hier nichts Gescheites. Gut. Ach, das ist doof. Aber der Kampfmenü sieht auf jeden Fall richtig interessant aus. Wir hätten noch Level Up machen können. Okay, machen wir noch. Warum nicht? Machen wir einfach noch Level Up und dann beenden wir den Part. Ich glaube, das ist das Beste. Oh, ein Käfer-Pokémon. Yay! Ah, aber es ist irgendwie zu low, irgendwie vom Level. Ja, wäre es irgendwie. Ja, das Problem ist gerade. Das ist ein bisschen zu low, das Ding. Aber hält ja auch ordentlich was aus, muss man zugeben. Soviel ich weiß, ist das Ding Pflanze Käfer. Ja. Hier gibt es anscheinend nur Pflanze Pokémon anscheinend. Gut. Ah, shit. Ja, egal. Wir wollten sowieso ein höheres Level von den Pokémon haben. Geld. Rasierblatt. Oh, geil. Gleich. Wieso jetzt schon Rasierblatt? Das ist ja krank. Rasierblatt ist krank. Wie viel Schaden macht das eigentlich jetzt? Ich hoffe, ich bin jetzt auch. Es ist das Rasierblatt, was ich denke, oder? So, mal gucken. Ja, macht ordentlich Schaden. Gut. Dann würde ich aber trotzdem mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Ethereal Gates. Bis dann und ciao. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.